Herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein aufgebrauchtes Video und ich habe in den letzten Wochen sehr viel aufgebraucht. Und ja, ich zeige euch mal, was für Flops ich habe und was für gute Empfehlungen ich habe. Und ich würde sagen, ich quatsch nicht viel, wir legen los. Also, das erste Produkt, was ich hier habe, einmal zwei Shampoos von Head & Shoulders und einmal für Männer und einmal das hier. Habe ich beide benutzt, ist mir egal gewesen, ob das für Männer ist oder nicht, weil Schatzi benutzt immer Head & Shoulders und bei ihm funktioniert das ganz gut und ich hatte kein Tempo mehr und bin damit wieder auf der Schnauze geflogen, denn ich wusste, dass das bei mir nicht funktioniert. Meine Kopfhaut hat wieder angefangen zu jucken und meine Haare waren wieder so blöd und das ist eigentlich recht schade, weil ich es in meiner Kindheit relativ gut abkonnte. Was heißt relativ gut abkonnte? Ich konnte das ziemlich gut ab. Ich hatte schöne Haare, ich hatte keine Schuppen und hat leider bei mir nicht mehr funktioniert. Schatzi benutzt das dennoch weiter. Er hat jetzt auch schon eine neue Sorte. Ich glaube Apfel war das, aber ja. Für mich war es nicht das Richtige. Dann habe ich einmal von Signal eine Zahnpasta und ja, hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Finde ich nicht gut, kann ich nicht empfehlen. Es hat keinen Unterschied bei mir gemacht, ob ich die Zähne geputzt habe oder nicht. Du hast trotzdem keinen frischen Atem gehabt und mag ich überhaupt nicht. Also wenn ich meine Zähne geputzt habe, dann möchte ich auch, dass ich aus dem Mund gut rieche und nicht eklig rieche. Dann habe ich einen kompletten Flop, wo ich echt sauer war. Einmal von Farm. Eigentlich bis jetzt die Farm-Deos, die ich hatte, fand ich gut und auch sehr gut riechend. Aber bei denen bin ich enttäuscht. Einmal Bali Kiss und einmal Funky Fruits. Das hier ist eine Limited Edition, das glaube ich nicht. Ja, haben beide bei mir überhaupt nicht funktioniert. Der Duft ist mir irgendwann so auf die Nerven gegangen. Das hier habe ich nicht mal mehr aufgebraucht. Hier steht 48 Stunden Schutz, durchgefallen nach wirklich anderthalb Stunden schon. Und gerade jetzt schon bei dieser Jahreszeit, wo man eigentlich ja noch Sommer hat, habe ich schon Pullis an und ich friere. Und da schwitze ich nicht. Und dennoch möchte man da ja gut riechen und nicht unter den Armen riechen, als hätte man sich Wochen nicht geduscht. Wirklich. Es hinterlässt so einen ekligen Geruch nach einer Zeit. Ja, also es riecht nicht nach Schweiß, es riecht wirklich bäh. Nee. Wie gesagt, Leute, keine gute Empfehlung von mir, würde ich nicht mehr benutzen. Du riechst danach so eklig. Und das habe ich noch bei keinem Deo gehabt, dass du unter den Armen nach einer Zeit so widerwärtig stinkst, weil dieser Geruch sich so eklig verwandelt, also irgendwie nee, überhaupt nicht bei mir. Ja, da kannst du genauso gut ohne Deo rumlaufen und riechst besser. Dann habe ich als nächstes von Isana eine Handcreme, It's Your Lucky Day. Das Packaging ist ja echt schön und es riecht auch wirklich so gut und It's Your Lucky Day, irgendwie erinnert mich das an eine Werbung. Naja, egal. Auf jeden Fall hat das bei mir auch ebenfalls nicht funktioniert. Ist echt der größte Flop meiner Meinung nach in meiner Handcreme-Geschichte. Denn die Handcreme hat deine Hände nicht weich gemacht bzw. Feuchtigkeit gegeben, sondern es hat meine Hände weiter ausgetrocknet. Das war so eklig. Meine ganzen Hände haben sich abgepellt und nee, hat bei mir nicht funktioniert. Fand ich überhaupt nicht gut. Habe ich auch nicht aufgebraucht. Kann ich persönlich nicht empfehlen. Als nächstes habe ich von Palmolive ein Duschgel, einmal Aroma Sensation Mineral Massage. Da sind eigentlich so kleine Peelingkörner mit drin und so als normales Duschgel finde ich das richtig, richtig gut. Sonne, entscheide dich, geh oder bleib. ja, auf jeden Fall, so als normales Duschgel funktioniert das wirklich sehr, sehr gut. Du riechst wirklich, als wärst du gerade aus der Waschmaschine ausgestiegen und ich mag den Geruch von frisch gewaschener Wäsche ja sowieso total und ja, das perfekte Produkt für mich. Aber allerdings, was ich sagen muss, an diejenigen, die sich mit diesem Duschgel peelen möchten, weil hier steht ja Duschgel Peeling, kann ich überhaupt nicht empfehlen. Also als Peeling fällt das durch. Damit kannst du dich definitiv nicht peelen. Dafür reicht das Produkt dann nicht aus. Als nächstes habe ich von Vanel einen Weichspüler, den ich wirklich zu 100% weiterempfehlen kann. Der riecht einfach so gut und ich kaufe mir den auch jedes Mal nach. Also wirklich, wenn ihr ein gut riechendes
Produkt möchtet, dann nehmt das hier. Und dann einmal von Spee einmal ein Color Waschmittel. Und ja, irgendwie lila ist so mein Ding. Und lila riecht auch immer am besten. Und ja, wirklich richtig gutes Produkt. Riecht wirklich genial. Davon riecht deine Wäsche wirklich richtig gut gewaschen. Und ja, gutes Produkt, kann ich empfehlen. Wenn ihr gute Wäsche haben wollt, kauft es. Dann habe ich einmal von Paradon Tax einen Zahnpasta. Täglich Fluorid, Zahnpasta für gesundes Zahnfleisch und starke Zähne. Hilft Zahnfleischbluten zu reduzieren und vorzubeugen. Kann ich wirklich empfehlen. Also hat bei mir richtig gut funktioniert. Ich habe es alle 2-3 Tage benutzt. Ja, gutes Produkt, hat ihren Zweck erfüllt. Würde ich auch nachkaufen, habe ich auch nachgekauft. Und ja, der einzige Nachteil an dieser Zahnpasta ist, dass die wirklich nicht gut schmeckt. Also als ich das erste Mal die Zahnpasta benutzt habe, kam es mir vorne gleich wieder raus. Also das ist echt gewöhnungsbedürftig, aber ansonsten erfüllt dieses Produkt zu 100% ihren Zweck. Als nächstes habe ich einmal von LR diese Reinigungstücher, die ich wirklich gut finde. Die benutze ich immer zum Abschminken, um erstmal den gröbsten Teil von meinem Gesicht zu bekommen. Und ja, mit Aloe Vera kann ich wirklich empfehlen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Da kommt ihr auch dann zu diesen Feuchttüchern. Und ihr könnt ja gerne mal ein bisschen stöbern. Und ja, richtig, richtig gute Empfehlung. Dann kommen wir wieder zu dem größten Flop an Shampoos, den ich jemals gesehen habe. Da ist Head & Shoulders sogar um weiten besser. Denn dieses Produkt verspricht vieles und hält gar nichts. Denn ich habe mir dieses Produkt, das ist übrigens von Vichy, das ist aus der Apotheke, habe ich mir extra was gesucht, was gegen starken Haarausfall hilft. Da hat die Frau mir in der Apotheke, die war super nett, hat mir einmal Biotin-Tabletten gegeben, die ich 3 Monate getrunken habe, und einmal hat sie mir dieses Shampoo empfohlen. Dieses Shampoo riecht gut, keine Frage. Bewirken tut dieses Shampoo allerdings gar nichts. Ich will dieses Produkt jetzt nicht allzu schlecht reden, aber für mich persönlich ist das einfach ein richtig, richtig großer Flop. Ich habe da so viel Geld für ausgegeben, für ein Shampoo nur. Und für mich hat es persönlich nicht funktioniert. Es kann sein, dass bei euch dieses Produkt Wunder bewirkt, hat bei mir persönlich gar nichts. Also würde ich mir definitiv persönlich nicht mehr kaufen. Ja, als nächstes habe ich von Isana eine Cremedusche Limited Edition. Ich weiß jetzt nicht, ob es die noch gibt oder nicht. Einmal Catch Your Dreams mit traumhaftem Duft. Stimmt. Das riecht wirklich sehr, sehr gut und hatte auch so Glitzerpartikel mit drin. Kann ich empfehlen für die paar Cent, die das gekostet hat. Also nichts Schlechtes, hat meine Haut nicht ausgetrocknet oder so. Also ein gutes Produkt. Als nächstes auch aus dem Ausland von Altera Naturkosmetik. Eine reichhaltige Körpercreme fand ich wirklich, wirklich gut gegen sehr trockene Haut mit Bio-Granatapfel und Bio-Shea-Butter, mit Bio-Olivenöl und Bio-Sonnenblumenöl. Also perfekt, hat bei mir richtig gut funktioniert. Ich habe sehr trockene Knie und sehr trockene Beine. Dieses Produkt hat zu 100% ihren Zweck erfüllt, werde ich mir definitiv wieder nachkaufen. Und ich weiß, dass es dieses Produkt auch als Handcreme gibt und das werde ich mir auch holen. Also eine wirklich, wirklich gute Empfehlung, wenn ihr sehr, sehr trockene Haut habt. Dann habe ich einmal von WC Frisch diese Blaukraft-Aktivsteine für die Toilette. Und finde ich gut, kaufe ich immer wieder nach. Die sind zwar etwas teurer, aber ich finde, die geben so eine richtig, richtig schöne Farbe immer ab. Ja, ich mag es halt nicht, wenn du wirklich nur dieses Wasser siehst, wenn du in ein Klo reinguckst. Ich finde das halt immer besser, wenn das Wasser dann halt so blau oder lila oder pink oder keine Ahnung was nicht ist. Ist jetzt halt komisches Thema, aber Leute, auf sowas achte ich persönlich, so bin ich halt. Dann haben wir noch ein paar Schminkprodukte, denn ich habe ein paar sehr gute Empfehlungen und ein Flop, ja. Einmal habe ich von L'Oréal Paris diese False Lash Schmetterlingsmascara. Kann ich wirklich nur empfehlen. Hatten für mich zwar ein komisches Bürstchen, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber man gewöhnt sich schnell an dieses Bürstchen und das Tolle an dieser Mascara ist, es hinterlässt keine schwarzen Flecken
unter den Wimpern dann oder über den Wimpern immer. Ich habe sonst immer so hier oben so schwarze Punkte oder hier unten, weil sich da die Mascara absetzt irgendwann nach einer Zeit. Bei der ist das nicht so. Also ich hatte noch nie bei der wirklich irgendwo schwarze Flecken oder irgendwie sowas. Und es hält den Schwung zu 100%. Es gibt viele Mascaras, wenn du deine Wimpern halt mit der Wimpernzange biegst und die Mascara aufträgst, dass sie dann einmal den hier machen. Hat mich persönlich immer so aufgeregt, bei der nicht. Die hält den Schwung, obwohl sie nicht wasserfest ist. Also wirklich eine richtig, richtig, richtig tolle Empfehlung. Dann habe ich dreimal von Catrice einmal den Concealer leer gemacht. Catrice Cosmetics Liquid Camouflage High Coverage Concealer in Waterproof. Einmal in der Nummer 010 Porzellan. Und ja, ein richtig tolles Produkt. Kann ich empfehlen. Benutze ich immer, immer, immer. Also ja, kann man nichts meckern. Werde ich mir immer nachkaufen. Gute Empfehlung. Meiner Meinung nach der beste Concealer aus der Drogerie. Dann habe ich einmal von Essence einen Liquid Link Eyeliner in Waterproof. Dieser blaue hier. Kann ich auch empfehlen, benutze ich schon seitdem ich mich schminke. Ich komme mit dem Bürstchen einfach total gut klar. Weil es so eine feine Spitze hat, die ist auch ordentlich biegbar und ja, kann ich nicht meckern. Allerdings für sehr heiße Sommertage ist der nichts, denn er hält sein Versprechen Waterproof nicht ganz. Aber ansonsten finde ich den wirklich gut. Ja, für mich ein tolles Produkt. Dann habe ich, ups, komm her, einmal von Catrice Cosmetics ein Brow Pencil in der Farbe Cool Brown, beziehungsweise 040 Cool Brown. Das ist einmal der ganz, ganz dünne hier mit so einem Bürstchen und ist da noch was drin? Ja, ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Mit einer sehr, 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 sehr feinen Spitze und damit komme ich sehr zurecht. Werde ich mir immer nachkaufen. Das war eigentlich ein spontaner Kauf. Ich hatte sonst immer wirklich den Stift von Catrice, aber den gab es irgendwie nie in meiner Farbe. Immer ausverkauft und dann habe ich einfach zu dem hier gegriffen. Klar, der hält nicht so lange, weil eigentlich ist er ja nur zum Verfeinern der Augenbrauen, um deine Kontur zu ziehen, um, ne, deinen Augenbrauen eine Form zu geben. Ich mache meine Augenbrauen komplett mit diesem Produkt, also muss ich mir den halt öfters nachkaufen, aber würde ich definitiv immer nachkaufen, ist eine richtig, richtig gute Empfehlung. Top-Produkt. Dann habe ich von Essence einen Peel-Off Lash Glue. Dieser Name hat dieses Produkt nicht verdient. Ich mag ja Essence wirklich sehr. Aber dieses Produkt ist der größte Fail meines Lebens. Ich habe es zweimal benutzt, das Ding ist noch komplett voll. Also, wo ist das ein Wimpernkleber? Es hält kein Millimeter, wirklich. Also Peel-Off und Wimpernkleber, das funktioniert doch nicht. Da brauchst du einmal gegenkommen gegen diese Wimper und das hängt dir wirklich schon raus. Hat bei mir nicht funktioniert, hat einmal geklebt auf meine Wimpern. Ich habe es versucht zum Kleben zu bringen. Hat auch funktioniert am Anfang. Dann wollte ich die Wimpern nochmal nachbiegen, weil ich das immer mache, damit die wirklich so einen richtig schönen Schwung haben. Und dann war die Wimper an dieser Wimpernzange. Katastrophal, habe ich danach auch nicht mehr benutzt, habe ein anderes benutzt. Fand das sehr schade. Ich habe bei Essence geguckt nach einem Wimpernkleber, weil ich vorher auch eins von Essence hatte, aber das gab es irgendwie nicht mehr und habe mir dann das mitgenommen. Hätte ich ja nicht wissen können, dass das Produkt so ein Flop ist. Also Leute, das war es tatsächlich schon mit meinem aufgebrauchten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal.